Nein, ich werde sie nicht essen, aber Chili brauchen wir auch beim nächsten Cocktail. Matthias Knorr, unser Cocktail-Experte, schön, dass du da bist. Was gibt's als nächstes von dir? Das ist jetzt so ein bisschen so eine Kombination eben aus scharf und süß, ja? Also eben mit der Chili. Chili immer ein bisschen aufpassen. Also was ich jetzt hier auch dabei habe, das sind so Thai-Chili-Schoten. Ja? Man kann hier auch die Kerne rausmachen. Die sind jetzt leicht angetrocknet schon. Deswegen mache ich sie jetzt mal nicht raus, weil nachher diesen schönen Sieb wieder benutze. Ja. Okay, aber ansonsten mehr frischen Schoten, Kerne raus, oder? Frischen Schoten am besten Kerne raus. Ja, also ein bisschen kann man es rausmachen. Der sieht schon so richtig fies scharf aus. Ja. Also ich sag mal, das ist auch, man muss auch echt gut aufpassen. Ja? Also ich drücke die jetzt auch wirklich einmal nur ganz vorsichtig an, das reicht schon. Mhm. Ja? Weil ich will es jetzt nicht scharf haben, sondern ich will nur so eine kleine gewisse Grundschärfe drin haben. Das ist einfach so ein bisschen kitzelt auf der Zunge. Also kein Feuerspucken danach, sondern... Nein. So. Jetzt nehme ich so ein paar Orangenstückchen. Nimmst du die jetzt mit Schale oder wird das genauso bei einem Limit? Den nehme ich jetzt mit Schale. Aber das wundert mich, weil eigentlich müsste man dann ja, wenn jetzt alle so die Cocktails machen würden wie du, jedes Mal so eine halbe Obsttheke hinter der Bar haben, ne? Ich sag mal, es ist jetzt auch nicht gerade das Einfachste und es ist jetzt wahrscheinlich auch nicht das Gewöhnlichste, ja? Mhm. Also was ich jetzt hier auch mache, das sind einfach alles Drinks, wenn man einfach mal ein bisschen Schöneres machen möchte. Also wenn man jetzt am Abend 200, 300 Drinks raushauen muss oder so, hinter der Theke oder so, dann glaube ich, dann würden einen die Leute schon hassen, wenn sie dann nur so Sachen machen müssten. Oder man müsste halt, hätte einen einfach einen größeren Personalaufwand dann. So, einfach jetzt hier den Saft ein bisschen rauspressen. Was würdest du denn jetzt machen, wenn du denn jetzt eine eigene Bar hättest? Wie würde denn die Cocktailkarte bei dir aussehen? Also relativ einfach und, sagen wir mal, auch ein bisschen gastorientiert. Also, sagen wir mal, bestimmt ein paar verrückte Sachen, ja, die ich auch selber cool finden würde. Aber auch im Prinzip versuchen, dass der Gast das auch zu verstehen. Ich meine, gewisse Sachen muss man vielleicht auch gar nicht auf die Karte schreiben. Die eigentlich selbstverständlich sind, ja. Also eine Caipirinha kann man normalerweise in jeder Bar machen, Pina Colada oder so. Und diese Karte nicht zu überlagern, sondern den Gästen versuchen auch ein bisschen zu erklären, im Prinzip von den Geschmacksrichtungen her, in welche Richtung das dann da geht. Das ist auch oft das Problem, dass in vielen Bars wird man einfach erschlagen, ja, mit 200, 300, 400 Drinks. Im Prinzip passiert das dann auch meistens einfach nur so, dass die Leute genau das bestellen, was sie eigentlich eh schon kannten, ja, und dann wahrscheinlich nicht experimentierfreudig sind. Apropos experimentierfreundlich, du hast jetzt gerade noch Limette rein, ne? Genau. Bisschen Limettensaft noch. So, Eis. Auch ganz wichtig hier noch Vanillesirup. Auch gerade diese Kombination ist zum Beispiel sehr gut und auch sehr verbreitet. Chili und Vanille. Auch sehr stimmig. Wieder 1,5 cl zu den 1,5 cl Limettensaft. Also angepasst jetzt an meine Limetten, aber hier. Oh, das riecht schon ganz intensiv. So ein bisschen weihnachtlich auch. So, jetzt ein kleiner Schuss Cranberry. Oh, ein bisschen größerer. Aber das gilt jetzt wieder nach Augenmaß. Da hast du ja vorhin eigentlich so drauf geschimpft, dass man eigentlich nichts nach Augenmaß machen sollte. Nee, das weiß ich hier aber zufällig. Also das ist wieder ein anderes Augenmaß, ja. Weil ich zum Beispiel auch die Füllhöhe kenne jetzt hier von meinem Shakerglas und von meinem Glas jetzt hier drüben, ja. Dass ich jetzt zum Beispiel hier auch, zum Beispiel jetzt halte ich ihn ungefähr so voll. So, wir brauchen den Deckel, ne? Wie wird jetzt diesmal geshakt? Okay, das können wir jetzt. Also nicht zu fest, damit wir nicht zu scharf machen, ja? Okay. Ja. Bin ich mal gespannt, wie das wird. Und? Kann man denn so eine Chilischote für mehrere Cocktails nehmen oder musst du dann für jedes Mal, für jedes Glas eine neue hernehmen? Ich kann eine frische nehmen dann. Das sind auch zum Beispiel hier so Retro-Gläser, so ein bisschen verschnörkelt auch, was man momentan ganz gern hernimmt. Ich wollte es gerade sagen, das ist noch so richtig Kristallglas, was meine Oma im Schrank hat. Ja, genau.
Aber darauf stehst du, ne? Auf diese unterschiedlichen Gläser. Wir hatten vorhin nämlich auch schon Einmachglas. Ne, es ist halt einfach so diese Optik, die einfach ein bisschen, ich sag mal, mittrinkt. Ja? Ein bisschen Eis. So, jetzt brauche ich noch den Namen von diesem Drink. Das ist ein Spicy Crushed, haben wir den genannt. Okay, was war nochmal alles drin zur Wiederholung? Also da war jetzt die Orange, ein bisschen Limettensaft, die Chilischote, Vanillesirup und eben Cranberry. Bin gespannt und ich hoffe, dass es mir jetzt nicht gleich im Mund wegbrennt, aber vielen Dank schon mal. Ich denke, ein bisschen vorsichtig, aber gerade Schärfe empfinden ist ganz, ganz unterschiedlich. Ich probiere es jetzt, lieber Egos. Ist scharf, aber ist super. Okay, es kommt nachher. Ja. Also wie gesagt, also Schärfe empfinden, es ist ein schwieriger Drink, ja. Mhm. Aber wahrscheinlich nicht jedem Gast ihn komplett. Probier du mal bitte. Also es ist super. Ja. Super lecker, ja. Aber. Ist scharf? Bisschen. Ja, warte, das kommt. Was denn? Nee, aber so ja, wie was denn? Ja, aber so soll er eigentlich auch sein. Ja. Aber das ist zum Beispiel auch, also du isst wahrscheinlich nicht sehr scharf, oder? Doch, eigentlich schon. Aber eigentlich ich finde, also für einen Cocktail ist es wahrscheinlich gerade ungewohnt. Ja. So. Okay. Also eigentlich trinkst du dir immer babsüß die Dinger und jetzt auf einmal so ein. Ja, aber sagen wir, das ist halt eben auch, wie gesagt, also dieses Schärfempfinden ist ja ein reines Schmerzgefühl, das man ja eigentlich hat, ja, wo man sich einfach ein bisschen dran gewöhnen kann. Gut, ich esse normalerweise auch immer recht scharf. Ja. Gut, ich gebe jetzt mal zu, also es ist nicht ganz mild, ja. Die Chilischoten sind auch scharf, ja, von dem her. Ich stand jetzt ein bisschen lange in der Säure, das ein bisschen viel gezogen hat, ja. Schon ein bisschen viel, aber ne, viel geredet, ja. Naja, dann ist es mein Fehler, ja. Muss ich es auf mich nehmen, ist auf jeden Fall trotzdem super, super lecker. Aber ich glaube eher was für vorm Essen, oder? Es ist nicht ganz, kommt drauf an. Also wenn man scharf isst oder so, ist es vielleicht ganz gut. Aber es kann auch sein, dass das Scharfe dann für später das Essen auch so ein bisschen überdecken kann. Also ich merke schon, es wird langsam warm im Bauch. Von daher machen wir jetzt weiter mit Cocktail trinken. Dir nochmal ganz herzlichen Dank, dass du heute hier warst. Und vielen Dank für diese leckeren Cocktails. Gerne. Spaß gemacht.